Willkommen zurück hier bei Let's Play Red Dead Redemption 2. In der letzten Folge haben wir den Zug ausgeraubt und können jetzt mal gucken, wo wir hier weitermachen können. Wir haben eigentlich gerade nur eine Mission, wenn ich das richtig sehe. Irgendwann müssen wir hier noch hin. Ich glaube, wir können halt echt nur hier bei Abigail Roberts Missionen machen und das ist irgendwas mit Angeln. Habe ich ehrlich gesagt nicht so Bock drauf, aber muss auch mal sein. Damals in Far Cry, das Angeln fand ich auch nicht so cool, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ja, muss halt sein. Ich reite jetzt mal so ein bisschen über die Berge, vielleicht geht das ein bisschen schneller. Und ja. Aber ich fand hier so einen Zug-Raub-Dingenskirchen eigentlich ziemlich cool. Ich hoffe, dass nochmal irgendwas mit Banken und so kommt. Das fände ich auch ziemlich cool. Ja, das ist dann vielleicht irgendwann das große Ding. Aber das Spiel hat ja noch ziemlich viele Spielstunden. Wir sind ja erst am Anfang. Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge wir jetzt sind. Aber ja, wir sind noch sehr am Anfang. Lol, wir könnten echt auf den Zug springen. Hallo. Kann ich auch wieder auf das Pferd springen? Das Pferd ist weggerannt. Okay, es kommt wieder. Kommen. Okay, das war schon mal cool zu sehen. Auch, dass sowas überhaupt funktioniert. Gut, dann machen wir uns wieder zurück auf den Weg ins Lager. Aber das fand ich schon sehr cool, muss ich sagen. Vielleicht machen wir das ja irgendwann nochmal und dann richtig. Ja. Finde ich auf jeden Fall cool, dass sowas überhaupt funktioniert. Okay. Der steht da irgendwie ziemlich oft, habe ich das Gefühl. So. Die Vorräte sind gerade ein kleines bisschen knapp. Eigentlich ist alles ein bisschen knapp. Wir haben doch einen Hühnerstall gekauft. Sollte jetzt nicht eigentlich alles besser sein? Ja, nicht so, ne? Hier liegt auch keine Munition mehr rum. Hätte ich vielleicht nicht alles nehmen sollen? Ich weiß es nicht, aber wir haben doch jetzt einen Wagen für Munition. Dann sollten die eigentlich was herstellen können. Good morning. Wir haben jetzt fast 700 Dollar, also ich würde sagen, wir könnten eigentlich mal 100 Dollar spenden. Auch wenn wir hier, glaube ich, die einzigen sind, die hier einen Beitrag leisten. Geld spenden, ja. Wir machen mal 100, das ist, glaube ich, ganz vernünftig. Okay, das ist mir ein bisschen zu viel. Ja, noch so ein bisschen weniger. Oder wir machen mal 104. So, dann haben wir 110 Dollar in der Kasse. Das ist doch ganz nice. Und gib's den arm. Ja, moin. Wir sind ja nicht selber arm oder so. Obwohl mit 700 Dollar, die wir gerade hatten, ist man, glaube ich, schon im Wilden Westen ganz gut aufgestellt. Also, das ist schon ordentlich viel Geld. So. Come here a minute. What is it? Can I ask you a favor? Probably not. Very funny. Would you do something with Jack? He seems kind of down. All this upheaval can't have been easy on the poor kid. Why? Because I'm your preferred nursemaid? Because he likes you and, well, you know his father's useless. Okay. Thank you.
Okay. Jack wird wahrscheinlich ein kleiner Junge sein, oder? Weil der Vater ja nutzlos ist. Okay, wer von euch ist Jack? Und wieso sollen wir ausgerechnet mit dem was machen? Okay, es ist ein kleiner Junge. What you up to? Playing. Anything fun? I guess. You want to come fishing with me? Fishing? Sure. You're. It's about time that you started earning your keep. Okay. Good. Let's go get your pole then. Now, you do have a fishing pole, don't you? I sure do. Uncle Jose made me one. Good. Well, let's go get it then. Go catch us some fish. Yeah. Okay, irgendwie schon ganz putzig, wie der mit dem Kind umgeht. Kid no more. Well, your mama might disagree. Her and a few other women, I guess. What do you mean? I'm just talking silly. It's been a tough few weeks up in that snow. I like the snow. Yes, but not like that. When are we going back to the other camp? The one near Blackwater? Yeah. Well, we're not. This is our spot. For now, anyway. Why? I forgot a storybook there. We left so quick. Well, I'm sure someone can get you another storybook. Really? When? Well, we'll see. Got fish to catch first. Yeah. Na, das kann ja spannend werden. All right. This looks as good a spot as any. Down by the shore. Come on, follow me. I can't wait to get started. Okay. You show me where, Uncle Arthur. Moment, halte L1 gedrückt und R2, um das Objektrad aufzurufen. Okay, ja, hier, das ist das. Okay, was soll ich jetzt noch tun? Waiting for something? First, we need some bait. Käse, was haben wir da noch so? Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Your line. Swing the rod back over your shoulder and bring it forward in a smooth motion. Use your wrist, not your elbow. Like that? That's it. Good. All we do now, Jack, is wait for a fish to take the bait. How do I know when I've got a bite? Well, if you feel the tip of your fishing rod just twitching, don't yank it yet. That just means one's nibbling. You feel a hard tug, that's a fish going for the bait, so yank hard to hook it. I think you've got a bite. Look. Hook him. Oh no. This is a great fishing spot. Don't jinx it, kid.
Rod, Uncle Arthur? Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob zu langsam. Hm, wir ziehen mal weiter hier vorne hin. Hat ja super geklappt. Can I take a break from fishing? I want to make something. Okay. I'm gonna pick some of those red flowers. I'll be right back. Der Fisch ist mit deinem Köder entkommen, ja moin. Dann nehmen wir jetzt mal Käse. Wo ist das Kind hin? Das wird da, glaube ich, noch auf der Karte angezeigt, oder? Ja, zum Glück. You gotta stick at things, Jack. I know. Fishing sure is boring, Uncle Arthur. I know. Boring as hell. But then, something happens. And you can get food for days. Really? If you're lucky. But until then, you just sit and wait. Try not to worry. It's good for you. It's good for you? I guess. Huh. You've got to fight, Uncle Arthur? Ach, come on. No, that's just a part of fishing, Jack. Uncle Arthur! Genau deshalb hasse ich den Kram. Okay. I like the look of that spot. Ich weiß es ja nicht, aber irgendwie kann ich diesen Kram nicht leiden. Jetzt sind wir hier ganz vorne. Ohne Witz, so ein Kram kann ich halt einfach nicht. Vor allem, weil es halt einfach so fucking lange dauert. Ach. Ich glaube, ich ziehe auch immer ein kleines bisschen zu spät zurück. Ja, moin, der Fisch ist mit meinem Köder entkommen. Super. Oh Mann. Let's try again. Irgendwann muss das doch mal was werden, also jetzt mal ernsthaft. Ach komm. Also ohne Witz, ich kann so einen Kram einfach nicht leiden. Ich frag mich vor allem auch, also ich fänd's halt nice, wenn da wenigstens mal so eine Anzeige kommen könnte, wann man genau drücken muss. So ein bisschen Tomb Raider-Style, das fände ich halt mal nice. Von wegen drücke jetzt I oder drücke jetzt... dieses Kreissymbol. So, wenn der so weit hier vorne ist, finde ich das gar nicht mal so schlecht. Vielleicht sieht man dann einfach mal besser, wann der Fisch drankommt. Okay, er ist jetzt da.
Ja, wow, der Fisch ist mit meinem Köder entkommen. Wann soll ich das denn noch alles machen? Also ohne Witz. Was war das in der Mitte? Maisköder. Okay, probieren wir es mal so aus. Okay, wir haben jetzt wieder einen Käseköder. Das wird sich wohl auch in diesem Leben nicht mehr ändern. Ah, okay, so können wir den auch ein bisschen herziehen. Und jetzt haben wir ihn zu weit hergezogen, super. Okay, aber das ist jetzt schon mal wenigstens ein Punkt. Vielleicht ist auch das der Fehler gewesen, ich weiß es gar nicht. Ach, das war schon wieder viel zu früh. Ich sag's euch, ich check's einfach nicht. Ich bin dafür einfach ein kleines bisschen zu blöd, glaube ich. Das war aber schon in Far Cry genau derselbe Shit. Also ohne Witz, ich check dieses Angeln einfach nicht. Aber wirklich in keinem Spiel. Also das finde ich einfach überall richtig hart furchtbar. Wow, der Fisch ist mit meinem Köder entkommen. Und jetzt weiß ich natürlich auch, wann ich hätte den Fisch herziehen sollen. Ihr wisst, was ich meine. Oh Mann, ich sag's euch, ich hasse alles. Moment, was stand da gerade? Das will ich mir nochmal durchlesen. Steht es da jetzt wieder? Jetzt vielleicht? Ja, nicht so, ne? Doch, jetzt stand es da wieder. Meine Güte. Was ist denn falsch bei diesem Spiel? Okay, jetzt warte ich so lange, bis es da steht. Ohne Witz. Fängt es jetzt vielleicht an? Oder vielleicht jetzt? Ich wette, genau in dem Moment, wenn ich jetzt werfen will, steht das dann da wieder oben links in der Ecke. Am liebsten würde ich jetzt auf Pause drücken. Ja, genau jetzt kam es wieder. Ach. Ich sag euch, alles ist furchtbar. Es kommt, glaube ich, immer genau dann, wenn ich werfen will. Ohne Witz. Das ist doch alles nicht in Ordnung. Ich warte jetzt echt mal noch ein kleines Stück länger. Auch wenn... Ja, jetzt ist der Fisch wieder mit meinem Köder entkommen. Super. Ja, ich frage mich, ob das jemals irgendwas werden wird. Ich würde eher sagen, nein. Ich werde das, denke ich mal, jetzt einfach noch ein bisschen rumprobieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, super Kameraperspektive gerade. Wieso hat er denn jetzt das Kind ausgewählt? Ach, es ist einfach furchtbar. Also ohne Witz, ich hasse es. Wieso wählt er jetzt andauernd das Kind aus mit L2? Ach. Ja, einmal probieren wir es jetzt noch und dann, beende ich die Folge mal und dann schneide ich es einfach, weil ohne Witz, so macht es halt einfach keinen Sinn. Ja, wow, also ich sag's euch, es macht so einfach keinen Sinn. Gut, ja, wir setzen mal einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. In der nächsten Folge kriegen wir das Ganze dann vielleicht auch hin. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall sehen wir uns dann wieder. Bis dahin!